quasi die einzig noch ungeschlagene Mannschaft in der Regionalliga Südwest. Richtig, es ist der KSV Hessen Kassel und die Löwen spielen heute am Nachmittag hier im Aue-Stadion gegen Sonnenhof Groß-Asbach. Mit dabei ein Neuzugang, Morike Sarko, unter der Woche verpflichtet. Und der 2,2 Meter große Hühne soll für ordentlich Bewegung entweder im Sturm oder in der Abwehr sorgen. Wir gucken uns mal an, wie das heute läuft und freuen uns auf ein spannendes Spiel. Zu 4 am Ende, jetzt hat es den KSV doch erwischt, die erste Saisonpleite. Wie ist es dazu gekommen, Herr Großkopf? Ja, weil wir die elementaren Dinge, die wir komplett angesprochen haben, teils nicht umgesetzt haben. Wir haben erste Halbzeit fatale Fehler gemacht, individuelle Fehler. Und wenn man die Dinge, die man in der Mannschaftsbesprechung nicht aufnimmt und nicht umsetzt, dann passiert sowas. Jetzt haben wir heute eine ziemlich umgestellte Formation gesehen. Verletzungen waren da die Folge. Hat es das unbedingt noch schwieriger gemacht? Ja, klar. Also wir haben darauf gebaut, dass Max Sauer, der natürlich auf der rechten Seite trotz seiner jungen Jahre sehr stark ist, spielt. Haben wir darauf gebaut, konnte nicht spielen, so mussten wir wieder improvisieren. Tja, was sollen wir machen? Wir müssen mit dem arbeiten, was wir haben. Nichtsdestotrotz haben wir einen Spieler dazubekommen und der hat seine Sache heute sehr ordentlich gemacht. Ja, Sie haben ihn gerade angesprochen, Morike Sarko. Zufrieden mit der Leistung des neuen Mannes? Ja. Ja, Morike Sarko, herzlich willkommen in Kassel, herzlich willkommen bei Löwen-TV. Ich denke, den Einschein hättest du dir aber auch anders vorgestellt heute. Ja, sicherlich. Wir haben uns viel vorgenommen. Wir wussten, dass Asbach stark sind. Die haben gezeigt, es hat Zeit, waren wir fast alle gar nicht da und haben uns sofort bestraft. Ne? So ist Fußball. Jetzt hat es ein bisschen gedauert, bis du am Ende wirklich ein Löwe geworden bist. Was hat den Ausschlag gegeben, in Kassel zu unterschreiben? Ja, ich bin seit fast einem Monat hier. Also war hin und her, war nicht sicher, ob ich hier komme und so. Und, wie gesagt, das ist Regionalliga, aber ich habe alles Profi-Bedingungen gefunden. Trainer kenne ich schon lange. Ich habe mit den Spielern trainiert. Super gepasst. Ich bin der Meinung, wir haben eine gute Truppe. Gute Regionalliga-Truppe. 2-4 am Ende. Die Löwen hat es erwischt. Die erste Saisonpleite vor leider Gottes nur 1800 Zuschauern. Trotzdem, jetzt gilt es, die Ärmel wieder hochzukrempeln. Am Mittwoch geht es schon weiter mit dem nächsten Heimspiel hier im Aue-Stadion. Dann sehen wir uns wieder und bis dahin sagen wir Tschüss, auf Wiedersehen und bleiben Sie sportlich.